Hey zusammen, mein Name ist Lukas und ich bin introvertiert. Willkommen zu einer neuen Let's Play Serie. Wir spielen das neue Avatar Frontiers of Pandora Spiel. Ist am 7. Dezember rausgekommen von Ubisoft. Genau, und jetzt sind wir in der Startup-Sequenz und sehen erste Eindrücke von Pandora und natürlich die ganzen Game Studios und sonstigen Sponsoren hier am Spiel. Da ist ein Ubisoft Snowdrop Logo. Ah, die Welt bei Nacht sieht echt schon faszinierend aus. Da ist ein kleines Tierchen. Und natürlich ein AMD Logo. Muss natürlich auch sein. Genau, Spielerfahrung habe ich bis jetzt nur 2 bis 3 Stunden. Eigentlich wollte ich das direkt aufnehmen. Habe ich auch gemacht, aber bei der dritten Episode sind Probleme aufgetreten. Ich hatte nicht auf meinen Speicherplatz geachtet. Und deswegen war die Aufnahme nix und Save Games habe ich auch natürlich nicht gebackupt. Warum auch? Ich bin es gewohnt, dass ich Save Games normal laden kann. Naja, mache ich es nochmal. Fangen wir an mit dem schönen Ubisoft-Logo da nochmal ganz groß. So, dann landen wir jetzt gleich im Hauptmenü. Ah, landen nicht im Hauptmenü. Good morning. Let's review the ambassador program. When the RDA discovered Pandora... You can't discover something that was there all along. Happy. When we say discovered, we mean it was the first time humans came here. When we arrived, we realized that this was an opportunity to create beneficial relationships with the indigenous peoples. We created avatars like mine to help create relationships with the Na'vi. You graduate, it'll be your job as ambassadors to reach out to the Na'vi clans and to help us to create those alliances. Can anyone tell me how that can be done? The RDA can share their medicines, technologies, and knowledge. That's absolutely correct, Tila. Director Mercer. We have been going over TAP's mission as you requested. Why would Na'vi want to have alliances with you? Alma. You have no idea what life is like out there, Ahari. It's savage. We found you as children. After your clan abandoned you, we have given you a future. A purpose. Our clan would never have abandoned us. Built up on its legs. Let's walk it. Stop. I allowed you to keep that dirty trinket under the condition it remained in your bunk. Hand it over. Also, das hat man wahrscheinlich schon ganz gut gemerkt. Das ist der Bösewicht. Das ist ein richtig fieser Mistkerl. It's not a dirty trinket. You don't even know what a song code is. Ahari? It's just a broken string. I know this is difficult for you, but you have to accept that your mother abandoned you. Liar! Glaubt, die hat nicht ganz Unrecht. You all know the rules. No physical contact. No dinner for any of you. Director Mercer, sir. Hey, der kann uns nicht einfach das Essen streichen. Also böser geht's nicht. Aungangahu, tam. Satwiluni tsulanimun. Satona folaunga kamalunge. You're supposed to be speaking English on base. When you cry out at night, Telan, you cry out in Na'vi. Why do you always take Mercer's side? Direct
Demersa saved us. Daylon, they took us from our families. We are saplings cut from our roots. We may not remember where we're from, but we can still grow out there on Pandora. I can't even remember the words of our clan's songs anymore. We can sing them even without words. We can't let them strip the Nut V out of us. We have to do something before it's too late. We are stronger than them now. I felt it in the classroom with the Mercer. We can end this tonight. I have an idea. Das klingt doch erstmal ganz gut. Entkommen wäre auch meine erste Priorität. Vor allem, wenn man mir das Essen streicht. Good job, Daylan. Now we have to hurry. We only have a few minutes breathing the air before we're going to need masks. We found them. So ein Mist. I'm very disappointed in you. We have given you this privileged life, and you want to throw it all away. We don't want your privileged life. We belong out there. No, you belong to us. You cannot fathom how much we have invested in you. We saved you, gave you a home, an identity. We already had an identity. We are not me. No! You are what I made you. Was für ein Arschloch. Ah, der Gesang ist echt. We may not remember the words, but we can still sing the songs of our people. Stop singing. Ich finde das echt rührend, wenn die das machen. Stop singing! We are going home. Auna Kennekelku. I'm warning you, Ahari. Not another step! Sao Matela. Unkiva Nekelku. Stop right there! Was für ein Mistkerl. Kann's gar nicht erwarten, den zur Strecke zu bringen. Das ist mal eine Einführung zu einem Bösewicht. Finde ich für ein Ubisoft-Spiel schon überraschend gefühlvoll, was sie gemacht haben. 8 years later, Torok Magdo and the Omatikaya are rising up against the RDA. Ich hoffe, die sprechen aber weiterhin in Englisch, sonst muss ich ja alles übersetzen und vorlesen. Why do we have to use human weapons? Nor? We've been over this. Pandora is a very dangerous place. But we've hardly seen Pandora. How do we know what we're protecting ourselves against? Cortez, I need to talk to you over here, now. Look, orders have come down from Hell's Gate. We are being evacuated from Pandora. I need you to grab your stuff before the panic starts. What? Look, we have lost Pandora. Some Avatar driver named Jake Sully went full native, turned the Na'vi on us. That's why you can't trust any of them. I need you to get your stuff together and get back to your old dad body now. Puppet show is over. Okay, everyone, collect your things. Hey, Cortez, I will handle this. You need to go. Oh je. Ich glaube, wir kommen nicht in die Freiheit. Zumindest, wenn es nach den drei da geht. Ich hoffe, die halten nur eine Rede und wollen nicht gleich ein bisschen das Feuer auf uns eröffnen. Ah,
Also echt, Menschen sind teilweise das Letzte. Nehmt doch die Waffe mit. What are you doing? You'll be safe here. Is Mercer leaving us? We are no longer of use to him. No, I won't believe it. Hurry, you need to hide. Let us go. We can take them. We can escape to Pandora. There are soldiers everywhere. You won't make a single step. This is our chance to be free. This is your only chance to survive. What about you? You're just gonna go to sleep. For a little while. It won't be long, okay? So, ich glaube, das sind wir im Character Editor. Der sollte jetzt langsam kommen die Icons da rein. Wie gesagt, 2-3 Stunden habe ich ja schon in dem Spiel. Bin also nicht vollkommen überrascht für die ersten 3 Episoden. Danach geht es mit der Überraschung los. Gut, Character Editor, was ich am liebsten mache, weil ich unkreativ bin, ist, wir randomisieren erstmal, bis wir halbwegs zufrieden sind. Und dann können wir noch Details anpassen. Boah, ich hätte gern mehr Haare. Ihr müsst nicht immer was sagen. Dann muss ich vielleicht das Game hier muten in der Passage, weil das ist echt nervig. So. Das ist doch... Das geht in die richtige Richtung. Boah. Ja, warum nicht? Das sieht doch ganz gut aus. Face können wir auch noch ein bisschen anpassen. Ja, das 7er, ja, die sind alle eigentlich komplett in Ordnung. Das 7er gefällt mir persönlich auch. Ja, am meisten vielleicht auch das 3er, 3 oder 7. 8 hätte natürlich auch was. Ich würde aber bei der 7 bleiben. Oh, wir können es noch customizen. Das machen wir auf keinen Fall. Das geht ja in die Zeit. Außerdem kommt bei mir nichts Gutes dabei raus. Was haben wir denn für Haaroptionen? Ich glaube, wir haben schon... Ja, 2 und... Oh, hat es 4 oder 5? Okay, 4 sieht auch ähnlich aus. Ich würde sagen, bleibt mal bei 2. Farbe ist egal, da haben wir nicht viel Auswahl. Skin, was haben wir denn? Wir haben biolumineszierenden, das ist ein Wort, Skin. Ja, das sind viel Leuchten und Glitzern im Dunkeln, sieht man auf dem Video vielleicht noch nicht. Also, sobald es mal dunkel wird. Skin Color gefällt mir persönlich da, wo das Lila an der Seite rauskommt, am meisten. Ganz dunkelblau muss es nicht sein, aber da habe ich auch keinen Favoriten. Ich glaube, dann können wir schon loslegen. Augen kann ich nicht anpassen. Ah, vielleicht später. Aber ich würde sagen, das passt. Konfirmieren wir das mal. Und dann geht's so richtig los. Wir müssen entkommen, hoffentlich. Jemand klopft schon an unsere Scheibe. Boah. Ich dachte, ich habe euch alle verloren. What's going on? What happened? Been asleep for a while. A long, long while. Ist noch ein bisschen schwummrig. Must you prodded them like this? If they can walk, they can walk. The rest we have to leave. But the RDA left, didn't they? And you left us here. The Sky People have returned, Sarentu. Sarentu. No one has ever called me that. That is your clan. And a mighty one at that. Na, hoffentlich. Lost to this world, but this Dreamwalker thought to lock you up in a box instead. I'll explain when we get back. But for now, you take it easy. Your body's still waking up. Wenigstens ist die froh, uns zu sehen. Hat uns ja auch schließlich eingefroren. Ist vielleicht nur glücklich, dass er uns nicht auch auf dem Gewissen hat. So. Did everyone make it?
I'm here. Nord and Talon too. We're safe. We're getting out. At last. Das ist, was ich meinte mit dem in der Dunkelheit leuchtenden Skin. Why does it look so different in here? Can we hurry things up? RDA are en route. You can have your reunion later. Na gut. You would need your strength. We found rations in the canteen. There's probably more. I think there's more. Okay, das müssen wir jetzt machen. Ich bin froh, dass nach den ganzen Intro-Sequenzen wir endlich hier. Okay, schau mal. Ich bin froh, dass wir jetzt endlich mal uns bewegen können. Ich bin gar kein Fan von so langen Intro-Missionen. Beziehungsweise Intro-Sequenzen. Das war in Metal Gear Solid 5 echt ein Struggle, da 2 Stunden fast nicht spielen zu können, weil der Anfang einfach so lange gedauert hat. Naja. Aber ich kann mich bewegen, ich kann crouchen, ich bin zufrieden. Und ich bin überraschend groß. Food Rations. Jetzt muss ich die auch noch essen. Dazu halten wir Q gedrückt und ganz wichtig, wir halten die Essenstaste dann auch noch gedrückt. Sonst funktioniert das nicht so gut. Das habe ich in der ersten Episode tatsächlich nicht realisiert gehabt und habe immer das Rad geöffnet und dann doch nichts gegessen. Naja, dafür lernt... Das hat mich wieder ein bisschen erschrocken. Dafür lernt man ja dazu. Und meine Hand glitzert so schön. Ein Wunder, dass die mich gerade nicht sehen, so wie ich funkeln muss. Ach, das Arschloch ist zurück. Komm, ich kann ihn gleich hier ausschalten. Der ist unbewaffnet. Sie hat immer gedacht, wir waren Pets und nicht Soldaten. Oh, so ein Bösewicht. Ui, die schießen. Oh, mein Rücken. Ein Glück sind die furchtbar im Zielen, dann wollen wir mal abhauen. Also das Rennen macht hier extrem Spaß. Was noch ein bisschen, problematisch für mich war am Anfang, ist tatsächlich das Springen. Das ist komplett merkwürdig implementiert. Ja, das Leiden und Rumrennen macht überraschend viel Spaß. Ich meine, ich bin ja Ubisoft-Spiele gewohnt, wie Assassin's Creed oder was gibt's denn noch so? Watch Dogs. Gut, Watch Dogs habe ich nicht so gespielt. Genau, wir müssen Space halten, können es aufladen, lassen es los und dann können wir hoch. Das waren wir das Konzept am Anfang für mich. Aber man kommt rein. Assassin's Creed war immer... Oh, ich kann was... Achso, ja. Ich erinnere mich, der Lüftungsschacht, da muss man durch. Sonst können wir nirgends hin. Genau, das Rennen ist besser als in den Assassin's Creed-Teilen, meiner Meinung nach. Und das hier rumzusauen macht einfach Spaß. Auch hier dieses... Der nahtlose Übergang zwischen Ducken und Rennen und Schleichen. Oh, ich kann was hauen. Ich dachte zumindest, mein Hitmarker war gerade rot. Okay, anscheinend nur deswegen. Oh. Nein, nein, nix Shoot-to-Kill. Oh, also manche Menschen. Ein Glück gehen die Tore nur halb zu. Oh, eieiei. Leib mir ja vom Leib. So, ab in die Grube. Soweit ja. Kriege ich das Messer? Ich brauche eine Waffe. Dankeschön. Mist. You've been busy? They were looking for you. They found me. You need to move. Now. Wait. What's your name? Sortleg. One of the last of my clan. Ich dachte, der Clan wäre so powerful. Keep moving. Fast and quiet. Wieso bist du dann einer der Letzten? Schade, dass ich nur ein Radio bekommen habe. Ich wünschte, ich hätte irgendeine Waffe oder so bekommen. Ich bemühe mich.
Ganz schön dampfig und rührig hier. Muss man schon sagen. Oh. Ein Mech direkt über uns, dem möchte ich nicht unbewaffnet gegenüberstehen. Der macht aber laute Geräusche. So. Oh, ist das hier dunkel? Kannst du mich hören? Wo ist jeder andere? Haben sie sich rausgekommen? Ich mache sicher, dass sie das tun. Bist du sicher? Für jetzt. Ich denke. Lass mich über die anderen kümmern. Just keep moving. Bin ich wieder in der Kantine? Nee, ich glaube, das ist eine andere. Definitiv eine andere. Na gut, weiter geht's. Oh. Sieht schon cool aus hier alles. Also die Grafik ist auch Ubisoft-typisch eigentlich relativ gut. Hoffentlich das Gameplay diesmal auch. Das ist hauptsächlich... da sind sie. Glaube ich. Schleiche durch. Genau, Gameplay-mäßig sind die Spiele halt manchmal nicht so ausgereift. Die Open Worlds sehen zwar immer schön aus, ist aber oftmals nicht so toll darin zu interagieren. Ubisoft halt. Aber bis jetzt bin ich sehr angetan von dem Spiel. Bin mal gespannt, ob das dann noch anhält durch das Spiel hinweg. Das ist bei mir nämlich immer schwierig, mich bei der Stange zu halten. Da muss mir das Spiel schon einiges geben. Ah, ich mache ja auch als Part hier die Let's Plays, dass ich mich motivieren kann, mal endlich Spiele durchzuspielen und Spiele anzufassen. Da leuchtet das lila. Ein Glück sind wir ganz gut im Elektro-Engineering, Electrical Engineering. Haben wir einfach fixen können, indem wir das Kabel zusammen tackern. Oh, da sind zwei. Das waren die, die ich ausschalten kann tatsächlich. Leider nur mit meinen Fäusten. So, ganz leise, ganz leise. Ja, von hinter euch. So, ausgeschalten. Kann ich euch echt nicht looten? Und wo sind eure Waffen hin? Ihr hattet doch gerade Waffen, die können doch nicht einfach verloren gegangen sein. Ich will eine Waffe. Okay, I'm out of the gym. Good. Now get to the... Don't let... Oh, das hört sich nicht gut an. Schauen wir mal, dass wir hier endlich rauskommen. Oh, diese leuchtenden Dinger mag ich extrem. Ich finde, das sieht total fancy aus. Oh, da muss ich doch. Wieso gaspel ich denn? Achso, das war unser Klassenzimmer und der ist echt heruntergekommen und mit Moos überwachsen. Entweder die Natur in Pandora ist sehr schnell oder wir haben doch ein bisschen länger geschlafen. Oh, das hört sich alles nicht so gut an. Oh, fuck. Wieso immer ins Gesicht? Tja, ich glaube, das war's für uns. Gotcha. Where'd you catch, Harding? You don't gotta worry about this one. He hasn't got anywhere near the fight its sister did. Murderer. Well, look where it got her. Such a shame. They could have been of use once. But now there are no Navi ambassadors. Only Navi obstacles. Du kannst mich doch nicht einfach umbringen. Ich bin ein empfindungsfähiges Wesen. Ich bin nicht so unrecht introvertiert. So, wo müssen wir denn lang? Ich glaube, da oben. Wie gesagt, das mit dem Springen fällt mir noch ein bisschen schwer. Are you okay? That was way too close. Shotlet. Mist, der antwortet nicht. Okay, dann. Ich will da nach oben. Wieso muss ich wieder runter?
Das ist die falsche Richtung. Naja, ab und zu muss man vielleicht auf Spielentwickler hören, was die denn so mit einem vorhaben. Sieht das beeindruckend aus hier. Auch das Wasser mit den Reflektionen. Das ist echt, echt krass. Ja, es reicht jetzt mit diesen Betonbunkern. Wird Zeit, dass wir endlich hier rauskommen. Ich glaube, gleich muss ich wieder was essen. So, und die Musik spielt an. Ich glaube, die haben den Ausgang wieder erreicht. Das müssen wir jetzt genießen. Das erste Mal, dass wir Pandora jetzt wirklich bei Tag sehen. Das ist wirklich ein richtig cooler Anblick hier. Das ist wirklich schön. Vor allem hier für die Navi, die ja Zeit ihres Lebens eigentlich gefangen waren, beziehungsweise als Kinder, und jetzt der erste Blick in die Freiheit. Das gibt mir voll die Vibes von Stray. Gut, von dem Ende von Stray. Ah, das freut mich hier richtig. Und die Natur ist so wunderschön. Das ist echt, echt beeindruckend. Okay, wir sind in Kinglaw Forest. Und ich glaube, wir müssen dem Wasser folgen. Das kriege ich noch hin. Das ist einfach genug. Da kommt aber Gas aus dem Stein. Das kann nicht so gut sein. Ist egal. Schauen wir uns hier mal ordentlich um. Das sind riesige Palmen da. Ich glaube, die sind mir beim ersten Mal auch komplett entgangen. Da war ich komplett überfordert mit dem Spiel. Jetzt habe ich mal Zeit, hier wirklich rumzuschauen. Aber ist echt beeindruckend, die Open World. Vielleicht bin ich leicht zu beeindrucken. Aber ich finde, zumindest visuell, top. Hätte es nicht besser machen können, garantiert nicht. Hier brennt was. Kann ich hier wenigstens was looten? Und wird es keinen Waldbrand geben, wenn ich meine, wenn hier so Benzin oder irgendwie, hier sind noch Raketen dran, wenn die dann, naja. Ich bin kein Wissenschaftler. Wird bestimmt sicher sein. Hier brennt ja eine ganze Reihe von Sachen. Ist das ein funktionierender Mech da hinten? Schauen wir mal. Nee, der sieht nicht mehr so funktional aus. Bei den Dingern hier habe ich gedacht zuerst, dass die mich peitschen, wenn ich da zu nah hingehe. Ich meine, die sind auch leicht animiert, aber zum Glück nicht. Ich dachte, das wäre wie so eine Venus-Fliegenfalle. Naja, keine Ahnung. Ja, auch hier der Baum und die Klippen, die Wasserfälle, das ist echt eine der schönsten Open Worlds, die ich bis heute gesehen habe. Von dem, was ich bisher gesehen habe. Und das beschränkt sich ungefähr auf das Gebiet hier. Achso, was noch ganz wichtig ist, das mache ich zu einem Spielstart auch immer ganz gern. Sobald die ein bisschen rauslassen, wäre mal die Map öffnen, das machen wir jetzt auch. Einfach, um mal zu sehen, wie groß das Teil ist, und das wirkt echt riesig. Also hier dieser kleine Punkt bin ich und eine ganze Map zum Exploren. Das stimmt mich immer sehr glücklich. Da ist was Blaues, was Angst vor mir hat. Kann ich irgendwie scannen? Kann ich glaube nicht. Das kommt vielleicht demnächst. Der wurde niedergemetzelt mit Pfeilen, die sehr groß sind. Auch die kann ich gerade nicht einsammeln. Aber der ist definitiv platt. Der hat ihn ja voll in die Fresse bekommen. Naja. Wenn man so bösewichtig hier unterwegs ist, ist das vielleicht auch eine gerechte Strafe. Da ist es nochmal. Was für schöne Tiere das sind. Schade, dass die Angst vor mir haben. Ich schätze mal einfach dem Feuer und dem Rauch nach. Ich soll zwar dem Wasser folgen, jetzt folge ich dem Feuer. Das mag ich am Game Design auch. Die sah
Auch bei dem ersten Versuch der Aufnahme bin ich da drauf gehüpft mit der Erwartung, dass ich katapultiert werde oder eher gesagt ein bisschen in die Luft geworfen, und das war auch so. Die sieht auch ein bisschen aus, als ob sie das machen würde. Das mag ich am Game Design. Genauso die Dinger hier, die sich zusammenfahren, wenn man da irgendwie zu nahe kommt. Das ist schon schöne Interaktion mit der Welt. Auch wenn es jetzt nur ein bisschen visuell ist. Nach einer gewissen Zeit respawnen die. Nicht respawnen. Kommen sie wieder hoch und klappen sich aus. Aber ich mag sowas. Die Umwelt reagiert auf einen. Das ist echt ein schönes Spielerlebnis. Also das wird nicht das ganze Spiel dann tragen. Aber ich finde es schon mal nicht schlecht. Und da rußt es ordentlich. So deutlich, dass wir hier die einzelnen Partikel sehen. Ich glaube, das ist nicht so gut gelungen, der Raucheffekt hier. Aber das ist Jammern auf hohem Niveau. Halbwegs hohes Niveau. Oh, eine Warnweste. Kann ich die aufsammeln? Spare Parts. Ich werde nicht mehr. Ersatzteile. Da kommt der Sound her. Oh je, das sieht nicht gut aus. Jo, wunderschön hier. You can't keep fighting. I will help you this time. Endlich eine Waffe. Und unser verletzter Freund, also der will mir noch was sagen. Wood in the underbrush is pliable. You will find it. Simply focus your senses. My senses? They taught you to be human, but you are Na'vi. See the forest as I do. Sag mir doch einfach, dass ich X drücken muss, um so zu sehen wie du. This is your home. It will speak to you. If you let it. Let your senses guide you. Werde ich machen, aber noch höre ich nichts. Das sieht aber nicht gut aus, was du da an der Schulter hast. Und du hast einen überraschend kleinen Lendenschurz. Weil doch nicht der größte Krieger hier. Oh, da ist Loot. Ich glaube, dass da Loot ist. Lootboxen erkenne ich sofort. Und das kriegen wir. Ich werde nicht mehr Ersatzteile. Hat er gesagt, wo wir hin müssen? Holz holen. Oh, da ist auch was. Das sieht aus wie eine Kiste. Das ist, glaube ich... Stick a bush that grows tough stems, especially useful for crafting arrows. Okay. Scannen können wir natürlich auch die Sachen, die leuchten. Hier gibt's noch mehr. Sehr schön. Und hier haben wir ja Kisten gesehen. Dann schauen wir mal, ob wir was Spannenderes kriegen als Ersatzteile. Da ist ein Rucksack. Komm schon. Was ist denn hier los? Der ist gelockt, steht da dran. Ich kann ihn inspizieren. Secured Container. A locked container which holds RDA firearms. Without RDA access, it can only be opened by hacking the security system. Okay, schade. Kann ich das gerade hacken? Ich glaube nicht. Und das ominöse Klicken, was da rauskommt, stimmt mich nicht allzu zuversichtlich. Vielleicht doch eher eine Bombe. Yay, nochmal Spare Parts. So, dann... Wo geht's lang? Zum nächsten Loot, würde ich sagen. Und dann sollten wir mal die ersten Pfeile machen. Gut, Pfeile... Craft-Taste drücken. You are ready. We should get out of here. Can you move? Okay. Ich höre einen Heli. Wir können nicht einfach hier den Truck nehmen und davonfahren. Okay. Wasser zu finden war wohl einfach. Vor mir ist es. Was ist denn das? Wird eine Tierspur sein. Kann ich sogar...
Unknown Wildlife sind. Was sind das hier für? Fountain Tree, a tree with water pots, which burst when fully major or damaged. Also die können wir zum Duschen benutzen. Hui, ich bin so nass. Sollte meine Pfeile vielleicht nicht verschwenden. So viel, was hier leuchtet und ich scannen kann. Was ist denn das? Mistbloom. The Mistbloom spores temporarily increases Navi blood flow if inhaled, improving speed and agility. Oh, ich glaube, wenn wir das einatmen, sind wir schneller. Was auch immer das im Moment bringt. So, wir müssen ja weiter scannen nach diesen... Oh, Feinde. Als erstes lasst uns mal diese Fiddlehead, the juvenile stage of a giant fern-like plant. A coiled leaf unfurls into a large primitive single-leaf plant. Wie auch immer. Soldiers. Genau, die Feinde sind jetzt mein nächster Konzern. Komme ich hier unten durch? Ja, aber gerade so, ohne Kopf einziehen. So, wo sind sie? Da sind sie markiert. Ich mag meine Navi-Senses. Oh, da ist direkt einer. Wollen wir mal. Ah, der Bogen ist überraschend stark. Das gefällt mir auch, dass die hier keine Sponges sind. Ups, Baum getroffen. Aber die KI ist so doof wie eh und je. Die hat gar nicht mitbekommen, dass seine Freunde schon nicht mehr unter uns weilen. Aber auch hier ein bisschen schade, dass ich die anscheinend nicht looten kann. Das ist so... Duffofet, das sind die Dinger, die da braucht. The fruits of the Duffofet plant have powerful healing properties. Dann wollen wir mal. Ja, damit. Okay, dann schauen wir noch mal, wo die anderen liegen. Ich glaube echt, dass ich die nicht looten kann. Ich meine, ich bin jetzt auch schon ein bisschen weiter im Spiel. Und da vielleicht ab und zu, aber auch hier finde ich es ein bisschen merkwürdig, dass die Waffen einfach nicht da sind. Ich meine, die liegen nicht mal auf dem Boden. Wahrscheinlich, weil die nicht wollen, dass wir... Also, dass Ubisoft nicht will, dass wir sofort Waffen zur Verfügung haben. Bisschen komisch Game-Design-mäßig. Was ist denn das? Habe ich die schon... Achso, das ist nur eine Mini-Version, von der, die ich schon gescannt habe, von der Mistbloom. Mensch, ist das ein Wasserfall. Oh, interessant, da ist... ein Antennenturm. Und was bist du für ein kleines Insekt? Oh, ich kann scannen. Oh, der Text ist weg. Moonscrab, an Insekt. Ja, mehr konnte ich gerade nicht lesen. Und meine Hungerleiste ist... Ja, schauen wir mal. Sollte ich ja noch eine Ration haben. Genau. Können wir essen. Wunderbar. Dann schauen wir mal, ob wir hier die ein bisschen dazu bringen. Sehr gut. Das ist doch gut. Die können wir nämlich auf jeden Fall looten. Und dann vielleicht noch scannen. Dann wissen wir überhaupt, was wir erschossen haben. Hexaped heißt das Ding. Sieht ein bisschen aus wie ein Reh. Und hier können wir noch Hexaped, Young, Wildlife. Wir kriegen da ein bisschen Crafting-Material. Und vor allem Fleisch. Fleisch ist sehr wichtig in dem Spiel. Man ist echt oft hungrig. So. Da leuchtet schon mein Missionsziel. Oh, da sind auch Feinde. Anscheinend. Zumindest ist da gerade was markiert. Ich glaube, hier kommen wir am geschicktesten hoch. Oh, da ist ein Mech. Und dann doch einige Feinde. Ich glaube, ich craft noch mal ein bisschen Pfeile nach. So. Volles Magazin, wie die so schön sagen. Ich glaube, dann machen wir hier ein bisschen Stress. Hat er irgendwie eine Schwachstelle? Anscheinend nicht. Gut, man könnte ihn ja immerhin mal treffen. Wissen jetzt alle, wo ich bin? Macht den Eindruck. Oh, ich mache an dem Ding echt nicht so viel Schaden, wie ich mir wünschen würde. Ja, ist ja gut. Ich bin ja schön gecovert. Oh, er ist down. Okay, das ging dann doch überraschend gut. Oh, da ist einer, der nicht markiert ist. Hey, Vorsicht mit den Kugeln. Die können Leute verletzen.
Oh, ich kann was. Ich habe einen Food-Container gefunden. Dann ist es gut, hätte das Tier dann doch nicht jagen müssen. Hey, nicht ausweichen, das finde ich dann unfair. Sehr schön. Habt ihr irgendwas zurückgelassen, was wertvoll ist? Soldier, RDA, common RDA infantry, usually deployed together in a squad with at least one AMP. AMP sind, glaube ich, diese Teile, oder? AMP SO, the standard AMP suit used by RDA, offering pilots enhanced speed, firepower and armor. Tja, dem Kollegen hat es nichts genützt. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass wir tatsächlich hier unsere Pfeile nicht aussammeln können. Ist vielleicht irgendwann später mal ein Skillpunkt. Irgendwas müssen die ja in Skillpunkten verstecken. Auf der anderen Seite sind diese Holzsachen echt leicht zu finden. Also jetzt, wo ich weiß, wie die aussehen, sind die ja hier überall. Mal ruhig mitnehmen. Und wir haben echt viel verschossen. Dann lasst uns nochmals Magazin füllen. Immer gut, wenn man das vorm Kampf macht und nicht im Kampf merkt, oh, das reicht nicht. So, ich glaube, unser Kumpel wartet aber da auf uns, auf sein Helf-Item. So, dann gehen wir mal zu ihm. Anscheinend liegt er da unbeschadet rum. Interessant. This is how we heal. Das ist, wie wir Liebe machen. Okay. Hilft das auch gegen Schusswunden oder nur gegen eine ausgerenkte Schulter? Schulter. We had my mother's, but they stole it. We must change that. Holen wir es uns zurück? Wait. What should I do now? Do. You must discover your own way, Sarantu. And until then, join the resistance. But hear me. Those humans have the same enemy, but we're not the same. No, no, no. They are too close. Go, I'll meet you at base camp by the waterfall. Okay, den Wasserfall haben wir ja schon gesehen. Da müssen wir als nächstes hin. Nicht bevor wir noch geschaut haben, ob hier irgendwas ist, was wir uns unter die blauen Fingerchen reißen können. Ich glaube, wir haben hier ganz gut gelootet. Was ist denn das hier? Kann ich nicht scannen. Normaler Baum halt. Okay, da ist noch mehr Stockmaterial. Ja, genau. Welcome to the Resistance ist die nächste Quest, die wir machen werden. Ich glaube, da müssen wir Richtung Wasserfall. Aber ich denke, das reicht tatsächlich schon für die erste Episode. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal.